Seit dem Wiederaufflammen des Kurdenkonfliktes in der Türkei im Sommer 2015 hat sich die Menschenrechtslage dort deutlich verschlechtert. Etwa 500.000 Menschen wurden Opfer von Zwangsumsiedlungen. Mehr als 7.000 Mitglieder der HDP, Volksvertreter dieser Partei, die in verschiedenen Gremien sitzen, sitzen heute in Haft. Einer von diesen Gefangenen ist Salahaddin Demirtas. Als Demirtas 18 Jahre wurde, hat er erlebt, mit eigenen Augen gesehen, wie die Polizei auf Trauergäste das Feuer eröffnet hat. Diese Menschen haben sich versammelt, um gegen den Mord an einem kurdischen Politiker zu protestieren. Okay. Der junge Demirtas sagte seinen Eltern, seinen Geschwistern, dass er ein Rechtsanwalt werden möchte. Er wollte die Menschen vor der Willkür der Polizei schützen. Demirtas hat als Menschenrechtsverteidiger gearbeitet. Er engagierte sich in verschiedenen politischen Parteien. Er arbeitete im türkischen Menschenrechtsverein IHD. Salahaddin Demirtas steht für eine friedliche Lösung der Kurdenfrage in der Türkei. Er steht für die Demokratisierung der Türkei. Er steht für vollständige Glaubensfreiheit für die Aleviten, Christen, Jesiden. Er steht für sprachliche, kulturelle, politische Gleichberechtigung der Kurden, der Aleviten, der Aramäer, Assyrer, der Armenier in der Türkei. Er steht für ein friedliches Miteinander. Frau Merkel, setzen Sie sich bitte für die Freilassung von Salahaddin Demirtas ein. Seine Frau Basak, die beiden Töchter Dalal und Delda warten auf ihn. Başta